Alter, Gewitter im Kopf ist zurück. Zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Meine Haarfarbe ist nicht das einzige Neue in diesem Video. Und zwar auch die Position, wo ich gerade sitze. Wie ihr seht, sitze ich... Der darf doch gar kein Auto fahren, oder? Ich gerade in einem Auto am Steuer. Ja, wir sind gerade auf einem Verkehrsübungsplatz in Köln. Nachdem ich ja jetzt weit über ein Jahr ohne epileptische Anfälle bin, ist mir das Autofahren erlaubt worden. Gibt's einen, so eine Art Bürgermeister, der das einfach erlaubt oder wie? Oder verbietet? Und bevor ich im Sommer tatsächlich anfange, den Führerschein zu machen, haben wir uns gedacht, begeben wir uns heute mal auf einen Verkehrsübungsplatz, wo ich dann mal fahren kann. Und ja, das werde ich dann jetzt auch mal tun. Und ich hoffe, dass es zu keinen Zwischenfällen kommt. Aber wer gibt denn das frei? Mediziner? Ich bin sehr gespannt, wie es so wird. Ich bin wirklich noch nie Auto gefahren. Das ist eine große Premiere jetzt also. Zuerst mal, was weißt du über das Autofahren? Tatsächlich nichts. Also, soweit ich weiß, ist das hier ein Automatikauto. Und ich glaube, das hier ist eine Handbremse, dieser lange Stiel. Und was ich mich schon immer gefragt habe, da sind ja immer nur so zwei Pedalen. Und ich glaube, eine ist zum Gas geben, dann fährt man vorwärts. Ja. Und die andere ist zum Bremsen, ne? Richtig. Und wie ist das, wenn man rückwärts fahren möchte? Wo muss ich dann drauf drücken? Rückwärts fahren ist doch einfach nur Kopf umdrehen, oder? Dann macht das Auto doch automatisch. Du musst einen Rückwärtsgang reinmachen. Okay, und das ist dann hier sozusagen diese Gangschaltung, oder wie sich das nennt? Mhm. Medizinisch geprüfter TÜV-Oberbürgermeister, das gibt's nicht. Okay. Und das Auto ist jetzt gerade auch an, oder muss ich noch den Schlüssel umdrehen? Also, bei Automatikautos, wenn man dieses Auto anschalten möchte, dann hat man, also erstmal prinzipiell, bei Kupplung ist es was anderes, aber bei Automatikautos ist es so, dass du immer nur mit einem Bein fährst. Ja. Das heißt, du hast dein linkes Bein, immer links auf dieser Fußablage, die also du da hier? Siehst. Nein, da. In der Ecke, da ist so Leder. Siehst du das? Ah, ja, ja, okay. Da hast du immer dein Bein. So, da hast du immer. Wieso fährt der nicht mit einem AMG? Warum fährt der mit so einer Schmutzkarre? Der ist doch YouTuber. War dein Fuß und mit das Recht, der bewegt sich da auch nicht weg während der Fahrt. Also du nimmst den niemals dort weg. Okay, also fahre ich die ganze Zeit nur mit dem rechten Fuß? Du fährst nur mit dem rechten Fuß und kippst. Wie der hier in den Chat schreibt. War ich mit meinen Alten auch richtig gammel, man darf nur 30 fahren. Digga, wie der schreibt. Warum schreibst du so respektlos? Drückst nur mit dem, gibst nur mit dem rechten Fuß Gas und bremst auch nur mit dem rechten Fuß. Okay, und warte, bremsen ist jetzt welche Seite? Rechte Seite ist das Gaspedal. Also hier das? Genau, und das da links daneben, das ist die Bremse. Okay. So, wenn man das Auto anschalten will, dann nimmt man erstmal den Fuß, drückt den Fuß auf die Bremse. Achso, man drückt zuerst auf die Bremse, um das Auto anzuschalten. Genau, du musst immer auf der Bremse, sonst geht das Auto nicht an. Okay, also rechts. Nee, rechts ist die Gaspedale. Ach ja, okay, das habe ich schon verwechselt. Fahr doch jetzt los. Richtig. So, und jetzt lässt du den Fuß immer noch auf der Bremse und drehst den Zündschlüssel nach rechts. Okay, aber da vorne steht noch so ein Kia im Weg. Ja, ja, du musst ihn erstmal anmachen, du sollst ja noch nicht losfahren. Loslassen? Hat er keinen Knopf, der Auto AMG? An. So. Ach ja, okay. Folgendermaßen, jetzt nimmst du den Fuß vor der Bremse und schalt, machst runter auf Drive. Also D ist Drive, halt fahren, das ist der normale Fahrgang. Bleib mal auf der Bremse. D steht für Drift. Bremse. Und R ist nicht Reverse, sondern Racing-Gang. Racing. Du musst dir, du hast jetzt das Glück, dass die Handbremse noch angezogen ist. Ach, wir haben sonst rückwärts gerollt. Nee, geradeaus. Das Ding ist bei Automatikautos, sobald du den Fuß nicht mehr auf der Bremse hast, rollt er automatisch los. So, du hast den Fuß noch auf der Bremse? Ja. Jetzt ziehst du die Hand, drückst du auf die Handbremse und machst die nach unten. Also habe ich ein bisschen zu krass hochgezogen, glaube ich. Diesen Knopf da reindrücken. Ja. Und drunter, so. Ja. Und jetzt, also gib Gas. Lenken und so, weißt du. Also ja, links ist links. Ah, D steht für Drip, R ist Rakete, du Dummkopf. Ah, danke, Chat. Rechts ist rechts. Okay. So, und jetzt lässt du die Bremse, guckst du erstmal nach links, ob alles frei ist. Jetzt lässt du die, nimmst du den Fuß von der Bremse runter und merkst, dass das Auto rollt. Ja, und... Dann lenkst du nach links, damit wir dich... Oh, das kann man Automatik, kann man nicht abwürgen. Ja, ich wollte nur gucken, ob das auch geht. Und jetzt lenke ich nach links. Genau. Und gibst im besten Fall sogar ein bisschen Gas, aber nicht so schnell direkt. Okay, und schnell nach links, weil sonst sind wir hier in der Moment, okay. Das dauert aber, bis der lenkt. Ach, ich muss... Und jetzt ein bisschen Gas geben auch. Genau, ein bisschen. Tritt mal richtig drauf. Bisschen. Bisschen. Oh, wie geil. Ja, ist so gut. Läuft doch. Kann man auf diesem Übungsplatz, wenn man jetzt, also... Angenommen, man wird jetzt so dumm sein und ein Auto für 1000 Euro kaufen, so ein richtig dummes... Könnte ich auf dem Übungsplatz einfach alles damit, also könnte ich damit überall gegenfahren einfach? Wäre das okay? Könnte ich einfach mit dem Auto überall alles, überall reinfahren? Drei Leute im Chat haben ja gesagt, das reicht mir. Danke. So, da vorne siehst du, wir haben jetzt noch keine Verkehrsschilder und so gemacht. Normalerweise müsstest du jetzt, anhalten. Jetzt blinkst du nach links. Das der Blinken, Blinker ist hier. Das Blinken hatten wir noch nicht. Der Blinker ist links hinter dem Lenkrad. So. Perfekt. Und dann jetzt lenkst du einfach da die Straße runter.
Alter, der fährt voll gut. Bisschen mehr nach links. Oh Gott, der hat's gleich berührt. Unfall passiert und jetzt nochmal links. Jetzt wieder links. Chat, ich will mir einfach ein Auto kaufen. Alter, Valve schuldet mir nur ein 1000 Euro Auto, stimmt. Junge, ich hab so Bock. Oh mein Gott, ihr habt so recht, wartet. Bro, ich hab hier ganz kurz, guck mal, der Chat macht dir schon ein passendes Emote, Bro. Das ist so ein Emote, der fasst dich an den Kopf und sagt, nicht so wie du. Also der Chat möchte nicht so sein wie du. Mir fällt gerade auf, du schuldest mir noch ein Auto für 1000 Euro, von wenn ich du wäre. Kommt, da muss ich jetzt auflegen, ne? Hey, warum fliegst du? Nee. Hey, hast du wieder zugenommen? Nein. Doch? Nein. Okay. Also, du schuldest mir noch ein Auto. Ja. Für 1000 Euro. Ich möchte so ein Format machen, so, wo wir das zuerst tunen, weißt du? Okay. Und dann fahre ich das einfach gegen so einen Baum mit 30 km/h. Bin ich dabei, Digga. Aber bei dir bauen wir das Airbag aus. Warte mal. Okay. Okay, ich such dir gleich ganz raus, dann schicke ich dir den Link. Ja, natürlich, ich bin jetzt erstmal unterwegs, Junge. Ich will mein Auto morgen haben, also dann, ciao. Perfekt. So, morgen habe ich neues Auto, Chat. Da ist jemand hinter uns, das irritiert mich. Ja, da musst du bis auf aufpassen, sonst hast du den nachher im Kofferraum. Krasse, wenn Dragonix, dankeschön. Oh, guck mal, Memo. Das wird aber schnell, du mein lieber Mann. Versuch mal geradeaus einfach zu fahren, erstmal. Ja. Einfach, lass dich nicht stressen. Einfach geradeaus. Funktioniert doch. Hä? Dieser Übungsplatz ist voll das Drecksloch, Alter. Warum sind die Straßen da so schlecht? Achte dabei immer aufs Tacho ein bisschen, ne? Wie schnell du gerade bist. Das ach da, das ja. Tacho ist links, das zeigt dir an, wie schnell du gerade fährst. Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gleich hier wieder links fahre, ach so. Und der Blinker für rechts ist auch dann einfach auf der rechten... Reale Bedingungen, weil Straßen so scheiße sind. Huch, auf der rechten Seite. Ja, genau. So, jetzt nach links abbiegen. Und da vorne kann ich, glaube ich, nicht weiter geradeaus fahren, oder? Das Schild... Oh, Bro, fahr doch! Such die Bremse ein bisschen langsamer runter. Das heißt, das Stoppschild, dass man anhalten muss, oder? Zu drücken. Okay. Bisschen mehr mit deutsche SpongeBob-Gefühl. Versuch mal... Fahr mal da auf den Schotterplatz, weil... Oder hier links. Links. Sehr gut. Und jetzt geradeaus? Fahr mal geradeaus und dann fahr mal links und stell dich mal irgendwo... Nee, fahr hier rechts und stell dich da mal gerade hin. Oh, oh nein, was passiert? Du hast die Scheibe schon gemacht. Ach, ich dachte, ich blinke jetzt nach rechts. Nee. Oder stell dich hier mal irgendwo hin, einfach nicht direkt mitten auf die Straße. Einfach stehen bleiben? Ja, an die Seite ein bisschen. Hier so ein bisschen an die Seite fahren. Denn wir haben noch ein, zwei Sachen vergessen, die noch... Ach nein, ich will nach rechts. Da fahren ja über vier Leute rum. Die noch zum Fahren dazugehören am Anfang. Ja. Oh, was man eigentlich macht, bevor man losfährt. Also das lernst du eigentlich in jeder Fahrschule. Du checkst erstmal, ob du gemütlich sitzt. Ja, ist okay. Streck mal deine Arme zum Lenker hin. Die müssen so ein bisschen angewinkelt sein. Nee. So, fass mal das Lenkrad an. Ja, so gut, das ist eigentlich perfekt. Okay. Mein Fahrlehrer hat mich gefragt, no joke, bist du nüchtern? Dann guck mal links und rechts in die Seitenspiegel rein und guck mal, ob du gerade so am Auto vorbeigucken kannst, aber so die hintere Tür noch so ein bisschen siehst. Also hier im Spiegel? Ja. Ja, sehe ich. Auch auf der rechten Seite? Ja. Sonst kannst du das da vorne mit den Nippeln da an der Tür noch ein bisschen anpassen. Also so drehen dann, aber es ist gut so, wie es ist. Ich spiele lieber nicht dran rum. Mein Fahrlehrer hat meine Mutter Kev. Schade, Bro. Okay. Was Fenster? Das sind die Fenster. Noch allgemein ein bisschen zum Auto. Also wie blinke ich denn nach rechts? Indem du den Hebel hochhebst. Runter ist links blinken. Ach, und nach oben ist dann nach... Aha. Warum ist denn jetzt hinten das Ding an? Weil du den... Was soll das denn? ...den auch irgendwie angemacht hast. Du musst hier, glaube ich, wieder zurückdrehen. Nee, das ist nur die Schnelligkeit. Was ist das denn? Ne? Ja. Jetzt lass mal sie sauber. Oh. Auch gut. Wo? Nee. Jetzt ist die Kamera gleich weg. Warte, in welche Richtung nach... Moment mal. Warte mir doch mal. Gut, dann gehe ich da jetzt einfach nicht mit ran. Siehst du, im Rückspiegel gut aus dem Fenster gucken. Hier? Mhm. Ja. Du musst nur nach rechts und nach links bewegen, also hier an der Seite quasi. Also. Tantanus, so. Danke. So. Ja, so kann ich da eigentlich raus. Er macht das schon ganz und? Gut, oder? Ist das Gefühl so? Ach, ich fand's eigentlich ganz witzig. Nur, dass man mit. Ich habe eher mehr Angst um die anderen. Dass ich da drauf fahre. Aber da ich will sehen, wie das gucken, ob was kommt. Kommt nichts, fahr. Wie ist das gerade mit den Ticks? Ich glaube, ich bin noch nie so konzentriert gewesen. Sehr gut. Merkt man. Aber das hast du schon mal gesagt, wenn man sich konzentriert, kann man auch Soll Auto ich hier nochmal links fahren? Hier wieder links, ja. Das Dreieck schon mal da oben für die Zukunft. Also hier darf ich nur links fahren, ne? Ja, der Pfeil heißt, du darfst nur links fahren und das Dreieck heißt, dass andere Leute quasi vorfahren. Ganz ehrlich, diesen Pfeil gibt es in Köln so oft und ich scheiß immer drauf. Das heißt, wenn dir jemand
auf der Kreuzung begegnen würde, müsstest du warten. Das ist für dich auch eine ungewohnte Situation, Tim. Ja, ich finde es... So krass, dass er keine Ticks hat, ne? Das ist überraschend gut. Okay, es ist halt auch ein Automatikauto, ne? Eigentlich ist die größte Problematik, liegt halt im Schalten eigentlich. Versuch mal, genau da rechts zwischen den beiden Reifen einzuparken. Einzuparken? Vorwärts, genau. So, siehst du die Parklücke? Ja, jetzt lenk ein bisschen nach rechts ein, damit du an die Parklücke reinkommst. Aber geradeaus. Aber bist du dumm, der parkt gerade rückwärts ein. Na? Ja, genau, auf Drive wieder. Bisschen mehr nach rechts einlenken und dann wieder den Fuß hochheben von der Bremse. Ja. Ist das gerade eingeparkt? Nee. Was findest du ist die größte Schwierigkeit? Ich habe einfach nichts erkannt. Gerade. Ich finde das mit dem Lenken gar nicht so leicht. Ja, muss man Gefühl für kriegen. Okay, Jan, nächste Aufgabe. Da durch den Kreisverkehr einmal rum und dann da hinten einmal den Berg rechts hochfahren. Ja. Warum piept das? Das ist das Piepen, was kommt, wenn du die Handbremse nicht runtergemacht hast. Oh. Runter? Nicht hoch. Runtermachen. So. Ah, also weil. Stark. Okay. So, wenn man den Kreisverkehr verlässt, bringt man immer nach rechts hoch. Ja, also ein Fahrrad kann ich leichter lenken. Wusstest du, dass ich den Fahrradführerschein in der Grundschule nicht bestanden habe? Fahrradführerschein? Gibt's gar nicht. Warum? Ich war zu blöd dafür. Doch, gibt es? Bullshit braucht man nicht. Jeder kann Fahrrad fahren. Nein, ich glaube, ich bin nicht da gewesen. Nein! Was sagst du? Junge, in meiner Grundschule gab es nur eins, und zwar auf die Fresse vom Lehrer. So zur allgemeinen Situation, Tourette und Autofahren? Tourette-Syndrom bereitet mir keinerlei Probleme, eher damit, dass ich noch nie am Steuer gesessen habe. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Gut, durch die Epilepsie bei mir natürlich 6 Jahre später als bei den meisten anderen, aber immerhin kommt es mal dazu. Wie lange muss ich hier 3 Sekunden stehen bleiben? Mhm. Okay. Wie lange muss ich 3 Sekunden stehen bleiben? Wie lange muss ich hier 3 Sekunden stehen bleiben? Ja, das, ich habe schon selber beantwortet. Versuch mal genau zwischen den beiden Linien zu parken. Okay. Event ist heute. Ja, machen wir später, Chat. Machen wir später. Autoreifen. Mhm. Ich glaube, du hast entweder gerade Reife überfahren oder du hast gut geparkt. Wechsel das die ganze Zeit. Starlet Nober, wir müssen nicht. Wusch! Huch! Dieser panische Schrei. Also. Bin ich auf den Reifen drauf gefahren? Du hast genau den Reifen getroffen. Oh, das ist nicht gut. Glaubst du, es hat auf diesem Übungsplatz schon viele Verkehrsunfälle gegeben? Nee, ist ja relativ viel Platz zum Ausweichen. Ich find's ziemlich cool, ja. Glaube ich aber, wenn ich da im Laufe der Zeit noch etwas sicherer werde, dass es dann mit der Zeit einfacher wird. Denkst du, dass Leute Probleme haben könnten mit Tourette? Meinst du andere Leute? Ja. Im Straßenverkehr? Also ist ja jetzt hier wirklich nichts durchgekommen. Was ich natürlich interessant finde, wenn jetzt hier auch mal die Polizei mehr vorbeifahren könnte. Ich denke, wenn dann Probleme entstehen, sind es die gleichen wie sonst auch im Alltag. Also die Probleme der anderen Leute nicht meine. Aber so mache ich mir da keine Gedanken drüber. Also was beispielsweise noch so in der Probezeit unterschiedlich für mich gilt. Also nachdem ich jetzt über ein Jahr lang keinen epileptischen Anfall hatte, gilt natürlich für mich die gleichen Regelungen wie auch für alle anderen Autofahrer ohne Epilepsie. Was da halt noch mit dazu spielt. Normalerweise ist es ja so, dass die Probezeit 2 Jahre lang geht. Oder halt bis zur Veränderung des 21. Lebensjahres, glaube ich. Und in der Zeit gilt ja die 0,0-Promille-Grenze. Und wenn jetzt in meinem Fall, da ich ja krankheitsbedingt lange überhaupt nicht fahren durfte, gilt die 0,0-Promille-Grenze für mich ja für immer. Was ich aber persönlich auch gar nicht schlimm finde, generell nicht. Weil dann kommen Leute auch gar nicht erst so in Versuchung, betrunken zu fahren. Ich bin da sehr verantwortungsbewusst. Also zudem sind ab jetzt, wenn ich dann tatsächlich mit Epilepsie Auto fahren möchte, ist die Medikamenteneinnahme eine Pflicht und auch die Wahrnehmung von allen Arztterminen. Mhm. Also vorher ist die Behandlung aber chillig, dass es machen darf. Wie jede ärztliche Behandlung. Ja, es ist halt jetzt, wenn ich angenommen, ich würde jetzt plötzlich nicht mehr hingehen oder bei den Blutabnahmen würde auffallen, dass ich meine Epilepsie-Medikamente nicht mehr Dekin schreibt gerade, ich habe auch noch Probezeit, nervt ultra. Bro, weil du dir ein CLA 45 von mir gezogen hast, die ganze Zeit geblitzt wird, du Idiot. Nehmen würde, müsste meine Ärztin das sofort an die Behörden weitergeben, also an das Straßenverkehrsamt, glaube ich. Ich sonst nicht mehr fahren darf, wenn ich die Behandlung nicht mehr fortführen möchte. Jetzt versuchen, da vorne rechts geradeaus einzuparken. Schön in der Mitte. Hey, man muss einfach nur geradeaus fahren. Boah, Digga, wie knapp. Das passt. Boah, wie knapp. Boah. Sehr gut. Boah, Junge. Sehr gut. Und dann machst du das gleiche nochmal rückwärts. Guck in die Seitenspiegel. Alter! Jetzt bin ich dagegen gefahren.
Oh oh. Aber nur mit dem Reifen. Oh mein Gott, Digga, der arme Junge. Erstmal das Auto hops genommen. Also nichts passiert. Erzählen Sie mal, Herr Zimmermann, wie hat Ihnen Ihre erste Fahrstunde gefallen? Ja, es war wirklich ziemlich cool. Das Einzige, was mich am meisten stört, ist das Wetter. Ich musste auch gerade, hab gerade nochmal so darüber gedacht, weil wenn ich mit dem Führerschein anfange, das wird ja im Sommer sein. Ich glaube sogar, das ist das größte Problem. Das geil, dass er jetzt einen Führerschein machen kann, freut mich aber voll. Ich habe überlegt, vielleicht wäre eine andere Jahreszeit doch besser gewesen. Aber ja, wegen den Ticks und dem Tourette-Syndrom? Ach, deswegen nicht, aber das Wetter. Okay. Ja, aber war cool. Willst du auch mal Schaltung probieren? Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Automatik. Ist es nicht so, dass man extra einen Automatikführerschein macht? Man macht doch extra einen Führerschein für Automatik. Und dann nochmal, man kann einen normalen Führerschein machen für Schaltung. Und es gibt nochmal so einen Führerschein, wo man nur Automatik fahren darf, ne? Ist jetzt egal, oder wie? Muss man jetzt beides lernen, oder was? Was heißt das jetzt? Muss man jetzt beides lernen, oder wie? Ach so, okay. Hm. Hat er ja auch einen Automatikführerschein. Glaubst du, dass, also ein Führerschein mit einem Automatikauto, glaubst du denn, dass es diese Autos mit der Schaltung in 50 Jahren noch geben wird? Mhm. Sicher? Es gibt Leute, die fahren lieber Schaltung als Automatik, alleine deswegen. Okay, so, meine Lieben, das war's wieder mit unserem Video für heute. Ich bin das erste Mal Auto gefahren. Es war wirklich eine ziemlich coole Erfahrung, werde ich niemals vergessen. Ich werde es vergessen. Jeder, der einen Führerschein hat, wird sich ja sehr gut daran erinnern können. Wann Alter, in meiner ersten Fahrstunde bin ich fast den Graben gefahren, Junge, weil ich so nervös war. Dass der erste Mal hinterm Lenkrad gesessen hat, auch sehr interessant zu sehen. Es ist genauso gekommen, okay, wie ich es dachte, dass ich gar keine Ticks habe während des Fahrens. Stark. Was denkst du, wenn die Polizei jetzt vorher gefahren wäre oder der Krankenwagen? Ich weiß es ehrlich, Krankenwagen ist ja eher ein kleiner Trigger. Wenn die jetzt die Sirene aushaben, ist es kaum ein Trigger. Bei der Polizei weiß ich es nicht. Hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüsschen. Macht es gut.